Wir werden heute Essen von 1950 bis in der Zukunft 2050 drehen. Bitte virtuell, als wäre man in einer anderen Welt. So Leute, ich zeige euch jetzt mal einen Trick, wie ich das ganze Essen umsonst kriege. So Leute, ihr seht, ich kriege alles umsonst. Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei einem Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute haben wir wieder einen Special Guest bei uns, den Anton. Moin! Was geht Leute, ihr habt es gerade schon gehört und zwar Anton, wir haben jetzt was richtig krasses vor. Das heißt einmal, ja, einer muss einen Tag lang nur mit Essen leben, was man früher gegessen hat, so ganz alt ist. Und der andere darf Zukunft, das heißt richtig neue Sachen, so Prime zum Beispiel, so ganz neue Sorten und so weiter. Und auch Spielzeug, ja? Hast du Bock auf jeden Fall? Ja! Aber ich bin jetzt mal gespannt, ich würde sagen, wir losen jetzt mal beide aus. Ich habe hier so zwei Papiere, ja. Ich packe sie mal hinter meinem Rücken und du darfst jetzt eins aus, links oder rechts? Welches rechts. Willst du? Okay, dann ist es das, nimm mal. So, Anton, was steht bei dir drauf? Ich bin gespannt. Wir sind es schon. Okay, Leute, ich habe dann gleich einen anderen Zettel. Oh, bitte, bitte. Oh nein! Du hast kaputt gerissen. Okay. Ja! LOL! Ja! 2050, Digga! Oh, Leute, ich muss... Oh mein Gott. Er macht einfach Loser Dance. Ja! Leute, schaut, das heißt, ich muss heute einen Tag Altes essen. Oh. Du wirst nur Kacke essen, Mann. Ey, das heißt, du kannst richtig geile Sachen machen, ne? Let's go, Leute, würde ich sagen. Anton, ja? Parallelvlog startet jetzt. Wir sehen uns dann draußen. Oh, Leute, ey, wieder nur alte Sachen. So, Leute, ich bin jetzt hier beim Haribo Store und ich kaufe mir jetzt richtig viele neue Sachen. Und da ist auch voll fettes LED und alles. Da ist so alles gefühlt schon 2050. So, Leute, ich bin jetzt drinne. Boah, hier sind so geile Sachen. Ich glaube, ich nehme aber das Neueste, weil ich muss ja die neuesten Sachen nehmen. Oh, Leute, da kann man alles neu machen. Also selber eine eigene Box und das ist bestimmt auch alles neu. So, Leute, die goldenen, die nehme ich erstmal, weil die sind auch ganz neu. Alter, Leute, guckt mal, wie viele da drin sind. So, Leute, ich glaube, ich bin jetzt voll. So, Leute, Lakritze nehme ich nicht. Das ist erstens eklig und das gibt es schon ganz von früher. Boah, ich nehme diese Dinger, die habe ich auch noch nicht gesehen. So, Leute, und ich nehme jetzt noch das hier. Das ist, glaube ich, auch ganz neu. Und abschließend nehme ich jetzt noch die Bären, die sind auch ganz neu. Alter, ich bin viel zu klein dafür. So Leute, das reicht jetzt und jetzt gehe ich damit zur Kasse. So Leute, jetzt fetze ich erstmal die ganzen Gummibärchen weg. Die sind so lecker, ne? So Leute, ich fetze jetzt die alle weg. Boah, die sind so lecker. So Leute, ich bin jetzt hier vor Nike und ich habe mir das überlegt. Und zwar schon mal ein paar neue Schuhe. Ich darf natürlich jetzt keine neuen Schuhe nehmen, sondern nur so ganz alte Air Max oder so, die es 1990 oder so schon gab. Richtig geil, dieser Laden. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den findet. So Leute, ich habe mich jetzt erkundigt und zwar die hier, hat sie gesagt. Das sind so die allerersten Schuhe, die gab es früher auch schon vor, keine Ahnung, 50 Jahren oder so. Ich muss jetzt mal gucken, dass sie jetzt meiner Größe haben. Ich feiere die ja überhaupt gar nicht, aber let's go. So Leute, wie sind das? Die nehme ich jetzt mit. Let's go und sehen uns gleich, wenn ich sie gekauft habe draußen. So Leute, ich bin jetzt angekommen, bei Ikea Schuhe habe ich gekauft, aber war ein echt unfreundlicher Laden, da sage ich euch. Ich gehe da jetzt erstmal rein und dann gönne ich mir irgendwas, mal gucken, ob die irgendwas Altes oder so haben. So Leute, ich bin jetzt hier angekommen bei Ikea. Ich sehe da schon richtig viele Sachen und ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal hier gucken, ob die was haben. Ich brauche so richtig alte Sachen. Ich glaube, ich informiere mich mal ganz kurz, was schon richtig ultra alt ist. So Leute, ich habe jetzt gerade mit denen gesprochen, die meinten, ein Hotdog ist ganz alt, den gibt es schon seit 1970. Ja, also hole ich mir jetzt erstmal hier so ein basically Hotdog. So Leute, das Ding ist, ich darf ja nicht an dem Terminal bestellen, sondern ich muss das dann hier machen. Deswegen bestelle ich jetzt hier und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, Hotdog ist am Start. Ja, ganz basically Hotdog. Digga Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal bei Ikea einen Hotdog gegessen habt. So Leute, Hotdog ist am Start. Den fetze ich jetzt erstmal hier. Guck mal, wie der aussieht. Ich sage euch ehrlich, Burger Pommes schmeckt besser. Mir schmeckt das nicht. So Leute, ich habe jetzt aufgegessen. Ich gehe jetzt weiter, let's go. So Leute, wir sind jetzt im Planets Arcade und da gibt es so richtig krasse Sachen. Hier ist richtig krass Future. Hier ist alles mit LED, das ist so krass, ne? Jetzt werde ich auch alles durchzocken. Boah Leute, schaut mal, wie es hier aussieht. Alles erblinken und leuchten, das ist richtig krass alles. So Leute, ich mache jetzt erstmal das hier. Leute, das Spiel ist alles kacke. Das ist zu neu, das muss man erstmal noch programmieren. Das checkt kein Schwein, was man da machen muss. Ich gehe jetzt erstmal weiter, das ist voll das Kackspiel. So Leute, ich spiele jetzt hier dieses Spiel, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich muss jetzt hier diese komischen Kasten abwerfen. War easy. Leute, das ist Minecraft-Arena. So Leute, hier kann man Fotos machen, einfach in Supermarkt.
Schreibt mal von 1 bis 10 in die Kommentare, wie ihr Marvel findet. Hier sind die ganzen Superheldenbilder. Und ich mache jetzt auch so ein. Ja. Hier kann man jetzt zwei verschiedene Sachen auswählen. Ein Comic, also eine Story. Und so ein normales Superheldenbild. Jetzt kann man hier Spider-Man Marvel, Adventure Marvel. Jetzt kann man jetzt alles auswählen. Comic Marvel und so. So Leute, guckt euch mal das Bild an. Das ist voll geil geworden. Und jetzt gehen wir weiter. So Leute, ich bin jetzt hier bei GameStop drin. Ne? Und ich gucke jetzt gerade schon nach alten Sachen. Aber irgendwie, die haben auch nichts so. Außer so, guck mal, so PS3-Spiele. Wie alt sind die noch? Maximal 10 Jahre oder so? Digga, ist aber eigentlich schon echt alt, ne? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr eine PS3 kennt oder ob ihr eine habt. Ich habe immer Pech, Leute, immer. Ja, hier ist auch nichts dabei. Boah, warte mal, Yu-Gi-Oh! Karten. Die sind doch richtig alt. Schaut mal. Oh mein Gott, ey, guck mal, Digga. 26 Euro so eine Karte, was ist denn das überhaupt? Ich habe jetzt gerade Erfahrung gepackt. Hier so ein Package. Das ist richtig alt, noch ultra selten. Ich kaufe jetzt so eins für 15,99 gerade im Angebot. Let's go, nehme ich jetzt so ein Pack mit hier. So Leute, jetzt darf ich hier erstmal die Booster öffnen, weil ich mach das jetzt auch. So Leute, ich pack's jetzt mal aus. Alter, oh mein Gott, ich habe richtig krasse Karten. Digga, schaut mal selber. Leute, schaut mal. So ein Magier. Oh mein Gott. Digga, sind das krasse Karten. Schreibt mal in die Kommentare, was denkt ihr, was sind die wert? Oh Junge, die sind richtig alt. Das sind so alte Götterkarten, sind das, Leute. Ey, der schwarze Magier. Das sind die Karten, die ich habe. Der Magier, der ist richtig fett, zeige ich euch. Da kann man so zocken drauf. Ich würde sagen, Leute, ich gehe jetzt mal weiter. Let's go. Ich gehe jetzt in den Mediamarkt, da gibt es solche VR-Brillen. Die sind alle richtig neu und das ist richtig krass. Kann man zocken, also so virtuell. Du ziehst eine Brille auf den Kopf und dann denkst du, du bist so in einer anderen Welt. Das ist voll geil. Oh Leute, ihr seht das gerade, was ich mache. Hier kann man ein Schwert aufsammeln. Man geht so virtuell, als wäre man in einer anderen Welt. So Leute, ich habe mir jetzt überlegt, ich kaufe jetzt das Ding noch hier. So ein ganz altes Tetris-Spiel, 10 Spiele. Ich würde sagen, das ist nämlich jetzt im Moment sehr nice. Digga, das ist irgendwie aus den 80ern oder so. Schaut euch das mal an, dass man da spielen kann, ey. So alte Games, Digga. Ohne Farbe, richtig. So Leute, ich bin jetzt bei McDonald's und ey, ich habe so richtig Hunger, sage ich euch. Ich werde mir jetzt einen Cheeseburger holen, aber ich kann den nicht hier am Terminal bestellen. Weil das Problem ist, ich darf ja nur Sachen essen, die wirklich richtig alt sind. Das allererste, was bei McDonald's gab, war ein Cheeseburger. Essen würde ich sagen. Ich bestelle jetzt hier auf Oldschool-Basis. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich mein Essen kriege, hier einen Cheeseburger. Digga, guck mal, wie sich alles verändert hat. Da kann ich hier erst nur einen Cheeseburger. So Leute, ich habe jetzt hier meinen Cheeseburger. Ich kann nicht mehr Burger Pommes machen. Ich sage euch ganz ehrlich, Leute, ganz wichtig, kauft den Merch. Ist jetzt verfügbar, Leute. Es gibt nicht mehr viele Stücke. Gönnt euch den gerne, Leute. Hier sind alle Sachen dazu gerade eingeblendet, ey. Ich esse jetzt hier. Mein Cheeseburger. Der ist schon über 50 Jahre alt, Leute. Der Cheeseburger. Wusstet ihr das? Ich fetze ihn jetzt weg und sehen wir uns gleich wieder. So Leute, da ich heute in der Steinzeit lebe, habe ich mir überlegt, hole ich mir so blöde DVDs, irgendwelche alten Schwarz-Weiß-Filme oder so. So Leute, ich habe mir jetzt überlegt, ich hole mir jetzt so eine alte Schallplatte. Rammschwein oder so heißt es irgendwie. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr sowas überhaupt kennt. So Leute, was auch richtig altmodisch ist, so ein alter Fotoapparat hier. Ich würde sagen, den nehme ich auch noch mit. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch ein Fotoapparat habt. So Leute, ich kaufe mir jetzt einfach richtig viele Waffeln. Wird alles mit Robotern hergestellt. Also es wird so wie eine Schokoladenfabrik, da wird die Schokolade von Robotern eingepackt. So Leute, das sind jetzt alle meine Waffeln und die fetze ich jetzt richtig weg. Boah, schmecken schon gut, ne? So Leute, ich habe jede Waffel alles so weggefetzt, ne? So K.O. Boah Leute, hier ist einfach 3D. Das kommt von da oben hier raus. Das ist so fortgeschritten, dass die Fische hier so 3D schwimmen. Guck mal, die können hier außerhalb des Wassers schwimmen. Leute, ich gehe jetzt bei Schmischzeug rein und kaufen ganz viel Spielzeug. Alter Leute, hier gibt es einfach so Lasertag. Das ist Zukunft voraus 3 Milliarden. Also man kann einfach überall gegenschießen und dann Licht. Licht. Und das kaufe ich jetzt natürlich. Let's go Leute, ich gehe damit jetzt zur Kasse. Ich habe mir jetzt so überlegt, retromäßig kaufe ich mir dieses alte Ding. Schaut euch mal an, das ist wirklich richtig alt. Digga, 349 Euro kostet der Automat hier. So, ich kann natürlich jetzt, ne, hier ist der, ich kann jetzt nicht weiter filmen und laufen gleichzeitig, aber den nehme ich mit. Digga, guck dich den mal an. Der ist richtig fett. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den findet. Ich würde sagen, nehme ich jetzt. So Leute, McDonald's hat ganz neue Produkte und die werde ich mir jetzt auch erstmal snacken. Schaut mal Leute, es schneit einfach. So Leute, ich zeige euch jetzt mal einen Trick, wie ich das ganze Essen umsonst kriege. Check das System, ich bin schon in Zukunft. Ich bin Hacker. So Leute, ich bin jetzt hier am McDonald's
Und ich kenne einen Code, da kriegt man jedes Essen gratis und ich hole mir jetzt Burger Pommes. So Leute, schaut mal, das jetzt auf alles umgestellt, dass man auch ganz andere Sprachen gucken kann. Ich gebe jetzt den Code ein, das würdet ihr nicht sehen, das werde ich umsonst machen nämlich. So Leute, ich habe das jetzt eingestellt und zum Mitnehmen gilt es jetzt. Ich werde das Essen jetzt umsonst kriegen. Guck mal. So Leute, ich habe jetzt was gedrückt und jetzt kriege ich alles umsonst. Und ich nehme jetzt noch Pommes. Pommes Fritten klein. Alles umsonst. Leute, schaut zwei Sachen im Warenkorb und jetzt kaufen. So Leute, ihr seht, ich krieg alles umsonst. So Leute, hier ist jetzt kein umsonstes Essen. Und jetzt esse ich erst der Big Burger Pommes. Schreibt alle Hashtag Burger Pommes in die Kommentare. Und schreibt alle Hashtag Free Anton in die Kommentare. So Leute, ich zeig euch jetzt, wie man richtig Burger Pommes fetzt. Fetzt das jetzt alles weg. Leute, ich schaff das nicht immer, diese ekel alten Sachen zu essen. Lasst einen Daumen nach oben da, kostenlos Abo. Ich gebe jetzt auf, Anton hat gewonnen. Leute, abonniert den Kanal. Ciao, haut rein, raus.